So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute eine kleine Sensation. Heute geht es mal mit einer Serviette im Video zur Sache. Und zwar ist das eine Dovo-Serviette. Es ist eine alte, aber eine ältere Variante. Lässt sich erkennen, dass daran, dass im Klingenhalter noch Dovo Made in West Germany drin steht. Also die ist noch von vor der deutschen Einheit. Betrieben wird die Chavette von einer Washcott Teflon coated. Als Seife kommt heute, Moment, das war der Alarmstein, egal. Als Seife kommt heute die Seife Nummer 1 von Erik zum Einsatz, die Testseife. Das Sample Pack. Genauso wie der Wichtelpinsel heute nochmal zum Einsatz kommt, der Mühle Black Fiber. Schöner synthetischer Kunsthaarpinsel. Joa, des Weiteren hätte ich hier mal wieder meinen Mack gefüllt mit warmem Wasser. Wenn das Waschbecken nämlich gleich schmutzig ist, also von mir Stoppelwasser ist. Abgeschlossen wird heute damit Nivea Aftershave Balm und der de Fagulde Hand Alarm Block. Ja. So. Nochmal anfangen. Der Pinsel, wie ich ja schon mal erwähnte, braucht keine Einweichphase oder ähnliches, wird nur in Wasser getunkt und dann wieder beherzt ausgedrückt. Mal ein bisschen nochmal anfeuchten. Ich komme zwar gerade frisch aus der Dusche, aber naja, Gesicht trocknet schneller als einem lieb ist. Eben, bevor wir gleich wieder alles nass haben, die Serviette befüllen. So, und zwar haben wir hier zwei Nasen. Da sollte die Klinge ziemlich genau reinpassen. Und die sollte dann da so rausgucken. Jetzt können wir das gute Stück hier reinschieben. So, diese Einsätze gibt es auch noch für diverse andere Klingen. Also, wie man hier sieht, hier ist noch massig Platz vorhanden. Also, es gibt auch noch längere. Diese TSS3 Klingen von, ja, schreibe ich vielleicht drunter oder dran, von einem anderen Hersteller oder von Persona gibt es auch lange Klingen. Da gibt es halt noch einen speziellen anderen Halter für. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das ist jetzt hier für ganz normale halbe DE Klingen. So, wie gesagt, weiter geht's. So, dann. Also ich würde so orange Zitrusfrucht in die Richtung tippen. Ein Schlückchen Wasser bei der Seife. Ein Schlückchen zu viel Wasser. So, dann kommt der Magma beiseite. Mal jetzt mal ein bisschen Wasser dazu. So, haben wir hier die Serviette im Grunde genommen. Wird sie genauso gehalten wie ein Messer. Ist halt ein Messer mit Wechselklingen, haben wir irgendwann mal diesen französischen Hygienevorschriften von, ich weiß nicht, 1800 irgendwas zu verdanken. Sind nämlich einige Leute krank geworden, weil die Rasiermesser nicht sauber genug sind. So. Wir reißen jetzt hier ein 4-Tage-Bad nieder.
als Anhaltspunkt. Da geht schon einiges runter. Durchgang. So, ja. So, nehmen wir erstmal so. Charrette beiseite. Zweite Runde schauen. So, dann mal die Runde frei zur Runde 2. Mal die Seife noch weg. So, jetzt gegen den Strich ist bei mir in dem Fall diese Richtung. Wer die Videos regelmäßig sieht, weiß das mittlerweile. So.
bisschen. Na, machen wir gleich das Kinn. Also die großflächigen. Ja, das ist verhältnismäßig gut geworden. Also ich bin begeistert bis jetzt. Gut, hier unten die... Naja, aber... Sollte ich auch den Symmetriefetischisten unter meinen Zuschauern gerecht geworden sein. Ich tauche dann mal eine Runde ab, wasche mir einmal das Gesicht und dann sehen wir uns gleich weiter. So, da bin ich dann wieder. So, gut. Ja, an sich eine kleine Rötung. Ich sag mal für die zweite Rasur mit der Charrette, gleich mit den Waschkottklingen. Ich kann da halt noch nicht von Erfahrungswerten reden, also es ist bei der Charrette ähnlich gehalten wie beim Hobel. Jede Klinge funktioniert irgendwie ein bisschen anders. Ne? Also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, also das große Massaker ist jetzt ausgeblieben, muss ich sagen. Also wie gerade gesagt, ist die zweite Rasur überhaupt mit einer Charrette. Zwei mit Messer habe ich auch schon hinter mir, aber... Ich kann jetzt höchstens zusammenziehen. So, jetzt kommt noch hier der Stein der Weisen. Rasurbranddetektor. Gut, da ist heute einiges, gehen wir mal zu, aber ja, ich sag mal, wird wohl auch mit dem Fingerspitzengefühl zusammenhängen. An sich bin ich mit der Rasur super zufrieden, also arschglatt. Bis auf das bisschen Nacharbeiten gerade. So, die Charrette gibt es nach wie vor zu kaufen, halt dann nur mit den Germany anstatt West Germany, das sollte ja klar sein irgendwo. So, zu der Seife noch. Lieber Erik, ich gehe so in die Richtung Grapefruit, Blutorange. Ist so meine Vermutung, also ja, Grapefruit, Blutorange, irgendwie so, ja, Zitrus, Zitronenorange, alleine ist es definitiv nicht, ist ein bisschen bitterer Beigeruch. Ja, ich meine, Seife raten bei der Menge an Möglichkeiten am Markt ist echt eine harte Nummer, aber
Ich habe jetzt keine, ich wüsste jetzt eine Tubes, die halt nach Grapefruit riecht, aber die wüsste ich auch nur, die habe ich noch nicht ausprobiert. Von daher, wie gesagt, echt schlecht zu raten. Aber der Pinsel mit der harten Seife macht auf jeden Fall eine deutlich bessere Form wie beim letzten Rasieren noch die Rasiercreme. Also Restschaum ist auch noch einiges drin. Da kann man auch schön wieder arbeiten. Wenn man jetzt hier noch zum Ausputzen was braucht, da sind wir jetzt hier durch. Ja, dann nochmal eben Flossen waschen. So, dann komme ich jetzt zum krönenden Abschluss. Mein schöner alter DM Gentleman Aftershave Balm, den gibt es leider so nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es den noch neu aufgelegt in anderer Packung gibt, aber noch ist genug da und gibt genug Alternativen am Markt. So, ich fange jetzt mal an, Schulnoten einfach zu verteilen ab sofort für jede Rasur. Ich würde mal sagen, dass heute, wie sagt man, eine 2 minus. Ja, eine 2 minus ist. Das geht deutlich besser, aber da kann man schon echt mit zufrieden sein. Also finde ich jetzt, ich bin zufrieden für meinen Teil, wie gesagt. Es geht ein bisschen schöner, aber es geht halt schöner. Gut, das war es soweit von mir. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Genauso über ein Abo und auch den einen oder anderen Kommentar, wie ihr die Sache seht. Ah, ich blute hier noch etwas nach. Ich gehe jetzt Wunden lecken. Euch noch einen schönen Abend. Auf bald.